Gib mal die Dinger bitte. Welche Dinger denn? Was willst du denn? Mal dir Tabelle an. Wir haben eine Stecktabelle. Wer ist für Stecktabelle? Du Verräter, ach so, eben was, hast du noch... Ich habe jetzt einfach nur aus Gruppenzwang so gemacht. Wer ist für Filzstift-Tabelle? So, wer ist für Stecktabelle? Ja, hier. Ja, einer. 2 gegen 1, also Filzstift-Tabelle. Ja, dann mach du aber mal sie auch bitte an. Man kann keine sowas erkennen, ich die male. Wie wär's dann mit der Stecktabelle? Willst du denn stecken? Alter Schwede! Ah, wo sind denn die Stecknadeln? Kannst du mir mal vielleicht mal deine Hand aufhalten? Aber das haben wir doch jetzt schon 10-mal versucht. Ja, er muss wie das Kind mit der Herdplatte. Er muss auf den harten Weg lernen. Modifiziert. Er tunet jetzt die Pins. So. Weil er dann direkt alle Schichten Papier darunter auch noch kaputt. Deswegen habe ich die auch noch gerade abgehängt. So. So. Und nu? Ey, was das für eine Arbeit ist, wenn Schalke heute auch nur einmal den Tabellenplatz wechselt? Ja, passiert ja nicht. Bremen spielt morgen erst. So, und jetzt kann mir einmal mal helfen vielleicht. Ja, du wolltest doch die Stecktabelle. Ich mach ist schon wieder Drittel typisch, dass wir 2 gegen 1 überstimmt haben und trotzdem sein Wille okay, also durchsetzt. Das ist selber echt geil. Okay, wer ist für Schreiben? 2. Wer ist für Stecken? Einer. Okay, los, Stecken. Ey, weil ihr bewegt euch ja auch einfach nicht, weil ihr so faul seid. Ja. Ihr seid so faul, ihr würdet 90 Minuten hier sitzen und nicht ein Wort an die Tafel schreiben. Ja, aber dafür hat man mir auch gesagt, dafür bin ich auch. Das ist normaler Fußball-Samstag. Nürnberg ist 5. oder 6. oder was? Ey, außerdem, wenn du das sagst, als ob du der Marathon wärst. Nee, Nürnberg ist überhaupt nicht 6. Nürnberg ist 5. Das ist jetzt verarschen, oder? 5. 45 Punkte. Punktgleich aber, also das kann schon mal passieren. Mit Leverkusen. Ja. Kann mir mal einer helfen, ich bin eh verletzt. Also, weißt du hier. Vielleicht kannst du mal die Tabelle aufheben, da jetzt. Wer ist denn da runtergefallen? Nürnberg, ist nicht so schlimm. Ich sag euch, wie die Tabellenstände sind. Wo ist denn Herder eigentlich jetzt? Ja, Herder ist 8. Herder ist 8, oder? Ja, werden aber noch von Bochum heute überholt. Und Nürnberg war jetzt 6. oder 5. Sechster doch, oder? Oh, der Optenhöfel. Nürnberg ist 5. Ist das der Optenhöfel? Ja, ja. Den habe ich auch letzte Woche im Stadion gesehen. Bochum, oder was? Ja. Hä? Den habe ich letzte Woche auch im Stadion gesehen. Willst du jetzt die ganzen Viva-Moderatoren nehmen? Ich finde aber den, kennst du den einen von Premiere? Von der Uraufführung. Uraufführung, genau. Premiere, wie komme ich auf Premiere? Den einen, den ganz glatt geschmierten. Schweizer. Das heißt, glaube ich, ganz, ganz verdächtiger Geselle. Komm, mach mal weiter. Platz 4. Wen meinst du? Die sind noch nicht 4. Herder ist 6. Nee, 7. Hertha oder ist 8. Hertha ist 8. Aber wie gesagt, werden ja heute noch überholt von Bochum. Das ist die schlechteste Stecktabelle, die ich in meinem Leben gesehen habe. Ich habe früher immer jeden Sonntag, Woche für Woche immer die, kennt ihr die gute Kicker-Stecktabelle? Natürlich, ey. Das ist doch, wo man mit dem Pier so kleine Ritze reinsteckt. Ja. Ey, damit habe ich Tage verbracht, das Ding, so meine Wunschtabelle immer wieder neu zu gestalten. Oh, Schalke bröckelt. Ey, diese, hätten wir es mit Filzstift gemacht, so wie die demokratische Meinung beschlossen hat, dann wäre jetzt schon hier... Alter, das ist aber eine Stecktabelle. Das mit Filzstift ist eine Streichtabelle. Streichtabellen sind out. So. Dann haben wir Hannover ist 7. So, Hannover ist jetzt... Ist 7. Ey, ohne Scheiß, war schneller, Jan einzugipsen, als diese... Die haben ja gestern Hannover gestern 2-0-Sieg gegen Cottbus. Gegen Cottbus. Ja, ne, Riesenspiel sollte gewesen sein. Ja, habe ich nicht gesehen. Wer interessiert sich für Hannover und wer interessiert sich für Cottbus? Niemand, oder? Aber ganz ehrlich, da sind wir uns ausnahmsweise einer Meinung. Die Sache ist, die werden beide wahrscheinlich die Klasse halten. Ja, haben wir alle was gemeinsam. Da sind wir uns ja noch nicht so sicher, oder? Oh, 34 Punkte. Muss ich die Eintracht noch anpinnen oder reicht das, wenn wir die dann schon... Die Eintracht, da wird ja ein paar Plätze hochgehen, deshalb... Wolfsburg. Wo sind die denn? Ach, Wolfsburg ist... Ist 14. Also einer über der Eintracht. 14, ne? Ja, ja. Und dann nach heute 5 Punkte vor Eintracht. Die sind dann also weg. Wolfsburg spielt gegen Dortmund und Dortmund kann auf gar keinen Fall gewinnen. Ah. Ja. So. Kann mich vielleicht irgendwie die Eintracht... Eintracht ist 1 unter Wolfsburg. Noch ganz weit unten. Ne? Oh, ey, das ist... Die Tat ist fast fertig.
Eins ist klar, ne? Ich stecke heute nicht um. Ja, wieso? Du bist doch... Du bist doch der Befürworter der Untertabelle. Den ganzen Spieltag bin ich jetzt das Arsch, oder was? Wir haben abgestimmt und bei... Und warum hast du das nicht geschnitten? Stecktabellenwart ging dein Arm hoch. Sehr gut finde ich auch, dass Gladbach als einzige Mannschaft mit Edding direkt draufgeschrieben ist. Da gibt es ja nichts zum Umstecken. Ja, frustrierend für Gladbach-Fan. Fehlt uns noch Platz 2, 4 und... Das ist Dortmund 12. Au! Alter, pass auf mit den Pins. Haben sich durchgelackt. Auch noch nicht durch, ne? Ich hatte die eigentlich eher... Also ich hoffe, dass, wenn die heute verlieren, spielen die nächste Woche gegen Schalke, dann wird es vielleicht nochmal eng für die. Das ist saulustig. Alle sagen immer nur, dass Schalke... wenn jetzt kommt die, spielen, da kommt wieder die Story, die habe ich schon tausendmal gehört. Aber es kann auch so sein, dass Dortmund in Dortmund Schalke die Meisterschaft versaut. Da spricht aber keiner von. Nee, aber ich kann es nicht mehr hören. Und Scheiße, ich habe schon 100 Mal diese Theorie gehört. Ja, ja, bla, bla, bla. Ey, ich will den Asamoah über die A3 nach Schalke gehen sehen. A40, ja. A40? Ja. www.klugscheißer.de? Wenn es so ist, kann man es auch noch sagen. Als ob es die A3 geht auch nach nach Geld. Alter, Tabelle, echt. Dortmund. Aber in die Nähe. Ja, grob. Oh, guck mal hier, Marc Wilmots. Ja. Wer ist denn das noch? Der hat auch bei Schalke gespielt. Ja, sicher. Der war einer von den Eurofightern. 97, UEFA-Cup-Sieger. Ist die nicht mehr? Schalke ist Eurofighter. Ja. Mit Yves Eigenrauch und so. Yves Olaf Thon. Und Juri Mölder. Genau, Juri Mölder. Ja. Marc Wilmots. Ey, können wir die Bayern nicht weglassen heute? Mach jetzt. Bayern lassen wir weg. Ich sag ja, Stuttgart wird Meister. Ich glaube tatsächlich, Schalke wird Meister, auch wenn es mir nicht so wirklich gefällt. Ja, eigentlich nicht so ein Schalke und Dortmund Sympathisant. Vielleicht sind das Vorzeichen, vielleicht wechseln die schon mal automatisch so geil. Ihr Plätze. So. Komm, den noch. Ich würde gerne einmal so gegen die Wand hauen, damit einfach alles runterfällt. So. Sorry. Jetzt geht alles baden. Jetzt geht alles baden, ich sehe es. Ein. Diese riesen Ansteckung. Yay! Yeah! So, und die Bayern mache ich nicht. Ich mag Bayern nicht. So. Jetzt mach die Bayern selbst so. Schaut's voll. Oh. Stößchen. Stößchen. Mach ich halt die Bayern. Hey. Auf jeden Fall der geilste Flaschenöffner, den ich je gesehen habe. Ja, oder? Ja. Ey, wie soll das denn funktionieren? Wenn du jetzt alles kaputt machst, wenn die jetzt deinetwegen komplett alle runterfallen. Ey, wieso? Das geht überhaupt nicht. Bin gespannt, wenn so nach 10 Minuten 4 Tore gefallen sind, wie dann der Stecktabellenwart. Der immer noch Nils Bohmhoff heißt. Ja, nee. Dass alles da umsortieren wird. Das ist auf jeden Fall heute eine Stehplatzkarte hier in der Sendung. Nee, das macht der außen sitzt. Guck mal, er hat alles, alles kaputt gemacht. Ey, dreh durch. Das war so viel Arbeit. Alter. Ich hasse diese Konstruktion so sehr, Nils. Guck mal hier, Leverkusen labert auch schon wieder rum. Das ist so lächerlich, was du dir da überlegt hast. Das ist einfach nur, weil du basteln wolltest. Wir sind doch hier nicht ohne Scheiß. Wir sind ey, du willst doch wohl nicht jetzt die Vorzüge der Stecktabelle in Frage stellen gegenüber einer Streichtabelle, oder? Doch, eine Stecktabelle, wenn sie mit Magneten funktioniert, ist ja gut. Das ist keine Stecktabelle, ja, das ist eine Dreckstabelle. Was wir für Material haben. Woher soll ich denn zum Beispiel wissen, dass es da nicht hält mit den Pins? Woher soll ich das denn weil wir es vorhin versucht haben. Nee, da hat's geklappt. Dann habe ich das ja noch modifiziert. Halt, ich gebe auf. Ich mach's auch nicht. Jetzt kann der Jan mal versuchen. Ja, komm Jan. Ist er hier nicht, wirklich nicht basteln mit dem Lieber. Kann ja wohl nicht wahr sein. Ei. Auf geht's. Ich schaff da noch einen. Ey, passend zum Spiel ist übrigens der Matti, wir bauen eine Tabelle, Matti. Passend zum Spiel? Ja, dann Daumen, ich weiß. Blau. Ist kaputt. Ja. Ist ein Zeichen. Hast du jetzt eigentlich noch einen Fingernagel dran? Ja, der eitert langsam raus. Schön. Also kannst du kannst ja, wenn du Durst hast, immer so ein bisschen am Finger. Ja, das ist so ein... Das ist so wie so ein Brei, so ein zäher Brei. Schmeckt vielleicht bitter, aber sehr nahrhaft. Sein Eiter ist sehr nahrhaft. Ja, das ist das Ekligste, was ich je gehört habe. Ist wirklich so. Wenn du mal irgendwie in der Wüste bist und dir ist irgendwie so ein Eiter hat irgendwas weg. Also. Ey, Marc Wilmots sieht aus wie Jay Leno. Das ist Marc Wilmots? Das ist Jay Leno. Wie sieht denn Marc Wilmots mittlerweile aus? Wie Jay Leno. Aber echt, oder?